Taufe IFA. Ja, zur Erklärung, wir haben da kurz den Abstecher nach München gemacht und sind schon mal aufs Oktoberfest gegangen. Das Oktoberfest findet in diesem Jahr allerdings nicht in einem Feld statt, sondern in einem Fahrstuhl. Otopsi. Wir sind jetzt bei Ofe IFA im China-Pavillon, wenn man das so nennen darf, in der China-Halle. Und wir haben festgestellt, dass der Chef von CCPIT Ningbo in diesem Jahr beschlossen hat, das Design des Standes minimalistisch zu halten. Wir schauen uns das kurz an. Ist halt ein bisschen anders als in der Sony-Halle, hat man sich gedacht. Ja, aber trotzdem top. Man wird nicht abgelenkt durch irgendwelche komischen Distraktionen und wie 3D und sowas. Quatsch. Achso, wir sollten vielleicht noch sagen, die Dame, die da sitzt, ist nicht echt. Also sind ganz normale, einfache Meldungen, nichts Schwieriges oder besonders Kompliziertes, aber auch keine Fehler eingebaut. €10.000 Wenn man mag, kann man sich auch gleich drin begraben lassen. Ist ja auch fast die richtige Größe. €10.000 ein bisschen Angst, weil wir haben inzwischen verlernt, wie es ist, auf einem Bildschirm zu starren ohne eine 3D-Brille und nur auf den Sound konzentrieren. Und eigentlich finden wir sie ganz gut, weil wir 3D nicht mehr ertragen können. Reicht nicht, wir wollen 2D zurückhaben. Stimmt, Party? Genau, bitte. Ich will mein 2D hier haben. Das
Das war die IFA 2010. Es war sehr anstrengend, es war wahnsinnig aufregend, ja. Es waren viele Überraschungen dabei, viele schöne Sachen. Wir können die 3D-Brillen abnehmen. Jetzt wieder alles ganz normal, 2D. Wie langweilig. Dankeschön fürs Zugucken und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Auf IFA. Was fandst du das Beste? Für mich ist das Beste bei denen Sony. Sony, die Sony-Halle war das Beste? Ja. Okay. Ich fand das Beste in diesem Jahr, dass wir bei der Blumenhalle nicht übertrieben haben.